Hier bin ich wieder mit GWX 3.0 Let's Play beim dritten Teil, ab jetzt auch in Kiel und nicht mehr Königsberg, wie es ja ab Kriegsbeginn der Fall sein soll, bis die Atlantikhäfen in Nordfrankreich verfügbar werden. Und wie ich im zweiten Teil schon angekündigt habe, mache ich auf der Fahrt meine sogenannte Randale-Tour um die britischen Inseln rum. Und jetzt gerade habe ich zusätzlich noch eigentlich freie Bahn, denn mit meinem Patrouillengebiet, also dem Planquadrat, wo ich 24 Stunden rumfahren soll, muss irgendwas schiefgegangen sein. Das ist nämlich wieder mal AO 98 hier am frischen Haff und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also das ist irgendein komischer Bug. Was heißt, ich mache jetzt einfach komplett, was ich will. Und um Richtung britische Inseln zu kommen, fahre ich jetzt, denke ich mal, zuallererst mal durch den Nordostseekanal, der auch eines der Features von GWX ist. Der einem einen riesigen Umweg spart. Was ich hier gerade gemacht habe, ist der automatische Kurs durch den Kanal durch. Also, dass er mir automatisch hier schon den Kurs durch den Kanal legt, dass ich nicht all die kleinen Stücke hier von Hand machen muss. Macht das Ganze natürlich erheblich einfacher. So, ich denke mal, dann fahre ich auch schon mal los. Ich habe das Problem mit meinem Deckgeschütz repariert gekriegt. Also ich habe jetzt wieder hier den, die eingesunkte das Zielfernrohr. Aber halt dafür leider keine freie Kamera mehr auf der Brücke. Und soweit ich weiß, sind auch hier diese ablaufendes Wasser an der Linse Effekte weg. Aber ich denke mal, das hätte einfach so sehr genervt, dass es das dann schon wert ist. Eigentlich wollte ich ja am Ende vom zweiten Teil beim Einlaufen den Hafen von Kiel zeigen. Das ging dann aber aus verschiedenen Gründen nimmer, daher mache ich das jetzt einfach. Also wie man eigentlich schon sieht, ist Kiel ein bisschen was anderes als Königsberg. Ich denke mal, ich zeige den Hafen einfach, hier ein paar interessante Sachen rumstehen. Also beispielsweise da die beiden Schwimmdocks, die auch mit GWX kamen. Die gelten als Schiffe, können sich aber in keinster Weise bewegen. Und feindliche Schwimmdocks, also die man natürlich nur in Häfen findet, sind auch immer ein ganz nettes Ziel, weil die halt massiv Tonnen haben, also massiv Verdrängung und somit ordentlich Punkte geben, aber dafür halt mit einem einzigen Torpedo weg sind, weil die halt verständlicherweise nicht dazu gebaut sind, dass sie viel aushalten und auch echt einfache Ziele sind, da sie nicht wegfahren können. Aber das ist mit einem Hafen so. Mittlere Entfernung. Und was hier in Kiel auch noch spannend ist, ist es hier die Graf Zeppelin, der einzige deutsche Flugzeugträger im Bau, der auch nie fertiggestellt wurde. Und der war eine Zeit, also ich meine in Stettin, in Kiel, in Danzig und wurde immer wieder hin und her geschleppt, aber nie fertiggestellt, weil es einfach ein paar organisatorische Probleme gab, da die Kriegsmarine keine Marineflieger hatte und somit die Luftwaffe auf dem Schiff stationiert gewesen wäre und es dann Diskussionen gab, wer denn eigentlich Chef sein soll an Bord, also die Marine oder die Luftwaffe. Es wurde eigentlich eher Richtung Luftwaffe tendiert, da die eigentlich alles Wichtige, also alle Kampfhandlungen ausführt und die Marine wollte halt nicht Kutschier für die Luftwaffe spielen und letzten Endes aus dem Grund ist das Ganze dann am Ende gescheitert. Also der wurde nie fertiggestellt und dann bei Kriegsende in Danzig, meine ich, von den Sowjets erbeutet und als Zielschiff versenkt und vor ein paar Jahren entdeckt. Und alles in allem wäre der auch flugzeugträgermäßig jetzt nicht das Fortschrittlichste gewesen, also konnte nicht mit den amerikanischen oder britischen Entwürfen mithalten, unter anderem da der auch hier beispielsweise noch einige Geschütze ähnlich einem leichten Kreuzer hatte, die halt bedingt durch die Geschütze selber und den Munitionsvorrat von denen Platz weggenommen haben, der eigentlich für die Bordflugzeuge bzw. deren Treibstoff vorhanden sein müsste. Also es waren, glaube ich, nur 20 oder 30 Flugzeuge an Bord. Und ja, aus dem Grund wäre der jetzt nicht das Neueste gewesen. Wobei der im Gegensatz zu den amerikanischen Flugzeugträgern halt auch interessant war, weil der hier diese Katapults hat. Halt geplant war, dass die Flugzeuge nur mit Hilfe von den Katapulten dort starten, also die J87 Stuka und BF109 Jagdflugzeug, also Stuka Sturzkampfbomber, und eben von der Konstruktion war der halt insgesamt ein bisschen anders.
Und er steht eigentlich fast die ganze Zeit in Kiel rum. Weil eben jetzt Kiel auch nicht so lange mein Hafen ist, also bis Juni 1940. Also jetzt gerade haben wir da 7. Oktober, also noch in etwa, ja, 8 Monate, 8, 9 Monate. Ich denke mal, hier sieht man auch halt, der Hafen Holtenau wird noch hinzugefügt, also der Einlaufhafen für den Nordostseekanal. Und was auch ganz nett ist, hier in Kiel sind in Moltenort und La Boe die Marinedenkmäler. Das hier mache ich noch schnell, ist auch von GWX, halt einfach solche Wracks, die im Hafen liegen. Und da dann auch mit animiertem Schaden, also ja, die sehen halt einerseits nett aus und in manchen Häfen dienen die auch dazu, die Einfahrten noch zusätzlich zu verschließen, also zusätzlich zu den U-Boot-Netzen und Minenfeldern. Es sieht halt einfach nett aus. Eben das hier ist jetzt Moltenort, heißt es, der Ort. Und eben, hier haben wir halt das U-Boot-Denkmal. Also da nochmal mit zwei Susanis, wie sie auch im Auslaufen stehen. Und einem besoffenen Wachsoldat. Zumindest sieht der so aus, als wäre er besoffen. Und das hier ist halt das U-Boot-Denkmal Moltenort. Da sieht man auch so was U-Boot-Kriegsabzeichenartiges und oben halt eine Adler. Ich weiß gerade gar nicht, ob das noch heute steht. Dann steht da hinten noch das Marine-Ehrenmal La Boe. Das gibt es noch heute. Und boah, was gibt's da zu sagen? Großer Turm und da drin, soweit ich weiß, dann halt die Namen aller auf See gefallenen, aber ich bin gerade nicht sicher. Und heute steht dort in der Nähe auch noch die U-995 vom Typ 7C41 als letztes noch erhaltenes U-Boot vom Typ 7 von, ich meine, knapp 900 Stück. Ist noch ein einziges erhaltenes, steht dort. Und ja, hier sind die Menschen offenbar nur statisch drin. Ja, was gibt's noch zu sagen? Der Hafen Kiel ist relativ stark gesichert, also da sieht man beispielsweise drei solche schweren Küstenbunker. Und auf der anderen Seite sind, soweit ich weiß, nochmal welche irgendwo. Und ja, da ich jetzt hier nicht von der Ostsee her einlaufe, sondern halt in den Kanal reinfahre, sieht man nicht die Schnellbootstaffel zum Beispiel, die ich hier noch eingefügt habe. Also da vorm Hafen kreuzt auch eben auf der Ostsee so eine Staffel Torpedoschnellboote rum. Und ja, eigentlich habe ich das nur mal gemacht, um zu gucken, wie die so auf größter Fahrt, die die haben, also 44 Knoten so sind. Ja, ich glaube, alle 2 Stunden oder so fahren sie hier auch einmal ein bisschen in die Förde rein, aber ist eher selten. Also das da ist ein einzelnes. Waren, glaube ich, 8 Stück oder so, was ich insgesamt eingefügt hatte. Als Gegner sind die Torpedoboote auch verdammt fies. Ich denke mal, ich werde früher oder später noch einem begegnen, da kann ich dann noch zeigen, warum. Was ist es noch? Das ist ein Minenräumboot. Eben, was gibt es noch groß zu sagen? Und da vorne sieht man dann noch über dem Nordostseekanal eine der 2 Brücken. Bei GWX sind das beide Male dieselbe Brücke, aber eben GWX ist bereits ein bisschen älter. Und bei den anderen Großmods gibt es, also beispielsweise LSH, gibt es dann auch verschiedene Brücken. Ich meine insgesamt noch mehr. Ja, was gibt es noch groß zu sagen? Ich denke mal, ich mach noch weiter, bis ich bei Helgoland bin und hab dann wieder raus und setze das alles wieder aneinander. Und mein Plan ist halt hier einmal um die um Großbritannien rum. Geht aber eben nur bei Kriegsbeginn. Später wird es zu riskant. Und dann ist Abschluss noch oben den Hafen von Scapperflow angreifen. Ja, ich habe hier überall im Ärmelkanal und so noch Arrow Ensign vor allem und dann noch Fairy Swordfish und
Armstrong Whitley oder wie die heißen, Flugzeuge eingefügt als Patrouillenflugzeuge. Wobei, ich bin gerade nicht sicher, ob da eventuell was schiefgegangen ist. Ich habe davor ein paar Testläufe gemacht und bin nie auch nur einem begegnet, obwohl die das Ganze eigentlich relativ dicht abdecken. Und habe am Ende noch hier um die Skilly Isles heißen sie, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob es da war, nochmal ein Flugzeug hinzugefügt, was echt ganz, ganz räumlich begrenzt rumfliegt. Und bin da dann mal hingefahren, das war auch nicht da. Also es kann gut sein, dass da irgendwas verbuggt ist und die sich warum auch immer in Luft aufgelöst haben. Wäre dann ärgerlich. Ja, an für sich ein bisschen Luftangriffe gehört im Ärmelkanal dazu. Das ist auch blöd, ein GWX ist eigentlich alles an Flugzeugen gescriptet. Und eben dadurch gibt es halt eigentlich außer also fast gar keine Luftangriffe. Und mein Plan war halt eigentlich, dass ich dann von Hand welche einfüge. Also gescriptete, die halt die ganze Zeit immer denselben Kurs fliegen. Und es wäre ein bisschen blöd, wenn die jetzt halt irgendwie doch immer verschwinden und somit dann nichts mit Luftangriffen ist. Jetzt gucke ich gerade, was da eigentlich ist. Ich habe jetzt natürlich Glück, dass hier im Kanal kein richtiger Schiffsverkehr ist. Also stehen nur ein paar statische rum. Und ich somit halt nicht irgendwie aufpassen muss, rammt mich was und so und einfach durchrasen kann. Ja, man sieht, dass halt wieder mal im flachen Wasser ein bisschen ruckelt. Hier Rendsburg und Eckernförde wurden beispielsweise auch noch hinzugefügt durch GWX. Und Rendsburg ist, glaube ich, auch der einzige Hafen überhaupt im Inland, mehr oder minder. Dem außerdem Nordostseekanal gibt es halt noch den Suezkanal mit GWX, bei der zu den am stärksten gesicherten Orten überhaupt in Salentanta gehört. Also ich habe mal eine Einzelmission erstellt, wo ich hier unten im Roten Meer war. Schon vom Roten Meer war es schwer genug, in den Kanal reinzukommen. Und hier auf den beiden Seen patrouillieren auch ein paar Zerstörer. Und dann als dritten Kanal gibt es noch den Panama-Kanal. Den kann man bis zum Kriegseintritt der Amerikaner, also im Dezember 1941, problemlos passieren. Und ab da ist der auch so mehr oder minder gesichert. Ich denke mal, in den reinzufahren und da drin ein bisschen zu wüten, dürfte eigentlich möglich sein. Nur ob man wieder rauskommt, ist eine Frage. Das wäre vielleicht eine Idee für Mai 1945 als großen Knall am Ende vom Spiel. Dass ich da halt einfach nochmals total bescheuerten Abschluss in eben in Panama-Kanal reinfahre, überlege ich. Da sieht man schon ein bisschen was von Rendsburg. Und eben Rendsburg ist die andere der beiden Brücken über den Kanal. Im Eckernförde ist ja heute der deutsche U-Boot-Stützpunkt. Und soweit ich weiß, war es damals, glaube ich, irgendwie eine Verprobungsstelle oder so. Aber ich weiß gerade nicht sicher. Ja, hier ist jetzt Zufall, dass in den Schwimmdocks immer was drin steht. Ich bin gerade nicht sicher. Ich meine, dass das Missionseditor über die Loadout oder wie es heißt, Einstellmöglichkeit geht. Also, dass ich halt sagen kann, das Schwimmdock soll leer sein, soll einen Frachter drin haben, soll einen Zerstörer drin haben. Ich bin gerade nicht sicher. Im Schwimmdock gibt es dann halt auch in der Variante gelenzt, also dass es schwimmt, beziehungsweise geflutet, dass es ein paar Meter tiefer liegt. Und das, also, wie es nötig ist, um das Schiff rein oder raus zu fahren. Und wenn es geflutet ist, sind natürlich auch keine Gerüste und Arbeiter drin und so. Ja, hier sieht man es auch mit dem Flak-Vierling gesichert. Den kann ich, glaube ich, ab 1943 oder so auch auf mein U-Boot montieren. Ist schwere Flak, also nicht auf den Turm, den ich jetzt gerade drauf habe, aber es kommt alles erst viel später. Andere Türme und so. Ich denke mal, ab 1943, sobald es verfügbar ist, werde ich mir auch ein Typ 7 C41 U-Boot holen. Eben als ganz großes Ziel fürs
ganze Spiel eigentlich ein Typ 21, also das Elektroboot alias Wunderwaffe. Helgoland als Hafen kam auch neu mit GWX und das Modell selber von Helgoland, also wie es dargestellt ist, wird auch durch den Mod ein bisschen geändert. Mal gucken, kann ich den Wegpunkt da eigentlich rauslassen? Ja. Es ist jetzt halt blöd, dass das Wasser hier so flach ist, dass ich meistens nur auf 64-fachen Zeitraffer fahren kann. Ja, dann bin ich schon wieder so weit weg, dass neben Rendsburg ist die andere Brücke. Ah, eben, da ist sie. GWX ist schon ordentlich alt. Ich hatte es ja, wie gesagt, nur so als Zwischenlösung, um mal ein bisschen mit Mods rumzuprobieren. Und an für sich soll LSH schon am allerbesten sein von Großmodsend. Da warte ich nach wie vor darauf, dass die V6.0 rauskommt, also die sechste Version. Und es wurde halt immer wieder verschoben, der Release-Termin, aber gut Ding will Weile haben. So früher oder später kommt es, denke ich mal, schon noch. Neben GWX hat mir halt so gut gefallen, dass ich gedacht habe, mache ich mal bastlich ein bisschen dran rum, dann irgendwann halt. Habe ich so ein Chaos Modsuppenmäßig, ja, mache ich halt mal ein Let's Play von meinem Kram, den ich da so drin habe. Wobei ich im Moment auch nach wie vor am Rumbasteln bin, also Beispiel, ich habe zum Beispiel vor, hier diese Black Context, heißt es, zu deaktivieren, also dass alle Schiffe in so schwarz dargestellt sind. Ja, eigentlich in seinen Tantadreisen halt, wie es auch mit den Häfen ist, Verbündete blau, neutrale, wo sind da Spanien beispielsweise, blieb den ganzen Krieg über neutral oder auch Irland grün und feindliche halt rot markiert sind. Dass man da nicht erst per Flagge oder ein kleines bisschen nachdenken schon auch halt draufkommen muss, von welchem Land die sind und ob man die angreifen darf oder nicht. Also eben, man muss halt mit den Flaggen gucken, ein bisschen was mit Geschichte wissen. Wobei ich denke mal, dass jetzt ein Schiff mit der Rotkreuzflagge wohl neutral ist, also das Lazarettschiff ist, dürft logisch sein. Halt, was, ja, was gibt es in Ländern in Europa, die den ganzen Krieg über neutral blieben? Die Schweiz bekannterweise, Irland, Schweden, Spanien, Portugal und waren sie, glaube ich, schon. Also halt noch die Zwergstaaten, aber. Aber ansonsten blieb alles neutral den ganzen Krieg über. Was heißt, der Rest, die blieben neutral. Also mit ein bisschen Geschichtswissen kommt man da auch drauf. Und wenn sie einen angreifen, weiß man, dass sie wohl feindlich sind. Ich glaube dann, nee, dauert noch ein bisschen. Ist jetzt schon blöd, dass es ich drücke die ganze Zeit plus, um vielleicht mal einen Moment abzupassen, wo ich mehr als 64-fachen Zeitraffer geben kann, aber das scheint nicht zu sein. Ah, da ein kleiner Rest. Polen ist immer noch, also wird immer noch gehalten. Da ist noch was. Der Tanker. Ja. Ich glaube, ich kann schon mal anfangen, meinen Kurs in den Ärmelkanal und so zu legen. Also da fahre ich auch ein bisschen rum, weil da halt öfter mal halt bei Kriegsbeginn schwach gesicherte Konvois vorbeifahren. Dann ja, lieber auf französischer Seite eher durch die Straße von Dover, also durch den wirklich engen Punkt. Dann kann ich ab da anfangen. Ja.
da anfangen, Suchkurse zu fahren. Ja, fahre ich dazu? Nee, das wäre total bescheuert. Also da wäre man ja schon Sichtweite von Land. Also von Kanalinseln, da die zu Großbritannien gehören, wobei die mehr oder minder ein eigener Staat sind. Oder halt da dann Frankreich. Und Frankreich ist ja eben bis Juni 1940 auch noch feindlich, bis komplett besetzt wurde. Man beachte Franzosenwitze und eben. Es habe ich, glaube ich, am Ende vom zweiten Teil schon gezeigt. Mit den. Das ist da vorne schon Brunsbüttel, also. Ah ja, habe ich es ja gleich. 7 Kilometer dürfte langsam in Sichtweite sein. Es ist auch hier, was ich. Weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Also erklärt sich ja schon mit dem Rotlicht innen drin. Oh. Also ein LS Limmseilentanter 3 sind hier dann schon praktisch Schleusen dargestellt. Also halt einfach zwar ohne Höhenunterschied, aber halt Tor auf, reinfahren, Tor zu, auf der anderen Seite kurze Zeit später Tor auf, wieder rausfahren. Eben hier in, also Brunsbüttel bzw. Holtenau sind halt die Endpunkte und auch Schleusen vom Ostseekanal. Ich glaube, einen halben, Meter oder so machen die da Höhenunterschied. Und boah. Eben bis Helgoland filme ich noch und ab da stoppe ich wieder und schneide dann raus. Hier Cuxhaven kam auch neu dazu mit GWX. Wesermünde. Wobei Wesermünde könnte sein, dass es nochmal ein zusätzlicher Mod war, der den gebracht hat. Aber eben da die ganzen dänischen Häfen gab es, glaube ich, allesamt nicht. Also ist schon klasse an GWX, was das an zusätzlichen Häfen bringt. Die spanischen gab es alle nicht. Was weiß ich hier? Hull, Bliss, Aberdeen. Inverness, Donaway, Londonderry, Belfast kamen alle mit dem GWX-Mod. Dass das welchen Supply Ship kann man sich schon denken. Versorgungsschiff ist halt ein Hochseeversorger. Und ab 1942 gibt es hier im Mittelatlantik auch Typ 14 alias U-Milchkuh-U-Boote, die einem halt auch hier erlauben zu versorgen und auch Einsätze um die USA herum erlauben. Ist dann auch so ein Plan von mir, eben 1942 oder so New York anzugreifen. Und hat aber früh gesehen. Alles die schon schlapp machen nach einem Tag. Ja, das weiß ich. Hier brauche ich eigentlich keine gute Brückenwache, da können die Pause machen. Erst wenn ich aus der deutschen Bucht draußen bin. Weil dass ich die Leute halt in die Kojen schicke, dass sie dann ausgeruht sind, wenn ich wirklich auch. Was ist denn das da vorne? Ah, nochmal ein Schnellboot. Keine Ahnung, von wo das kommt. Ich glaube, Helgoland war damals Schnellbootstützpunkt und da auf. Also das. Helgoland war ja früher eine Insel. Ist dann 1700 irgendwas im Sturm zerrissen. Und auf der kleinen Nebeninsel Düne, heißt sie, glaube ich, wurde ein Flugplatz eingerichtet. Also ist noch heute der Flugplatz von Helgoland, war damals, glaube ich, ein Stützpunkt von Abfangjägern und Nachtjägern. Jetzt gucke ich gerade, ob eigentlich in Cuxhaven auch was ist.
ob der Hafen leer ist. Also es sind verständlicherweise nicht alle Häfen hier mit Schiffen gefüllt. Einfach weil es enorm viel Arbeit wäre, das alles zu machen. Und eben ein paar wie Gotenhafen, was ich im zweiten Teil gesagt habe, habe ich halt dann selber gestopft. Und eben. Schade, dass Belfast eben, da war ich schon mal leer ist. Da waren auch ein paar wichtige Werften, also die Titanic wurde beispielsweise in Belfast gebaut. Und eben. Ich überlege gerade, ich glaube, ein Scapperflow steht auch irgendwo ein Schwimmdock. Eben hatte ich ja gerade eben gesagt, dass die wirklich lohnende Ziele sind. Und ich denke mal auch so aus militärisch-taktischer Überlegung, wenn Dock zerstört ist, lassen sich, oder Dock. Im zerstörten Dock lassen sich natürlich keine Schiffe mehr reparieren. Also dass das insofern auch. Jetzt geht der Ärger wieder los, dass er mir halt mit jedem entdeckten Schiff den Zeitraffer auf einfach runtersetzt. Jetzt mach schon. Überlege ich gerade, dass hier links ist, glaube ich, Scharhörn. Heißen die Inseln da. Das ist ein Riff. Ich soll gerade gucken. Ja, da sind sie. Weil, was gibt es hier eigentlich zu sehen? Wenn es in seinen Tante die Gehzeiten gäbe, also Ebbe und Flut, wäre das Ganze natürlich ein bisschen interessanter, weil man dann, glaube ich, Hamburg mitunter. Ah, ich weiß nicht. Ah, klar, dann wäre das alles hier watt. Der Funkspruch, Herr Kalloy. Geht das schon wieder los? All das richtig ätzend. In, haben sie alle gesagt, ja, die haben den Funken ein bisschen abwechslungsreicher gemacht, dass jetzt nicht komplette Funkstille ist wie in Silent Hunter 3 Original. Und jetzt ist halt richtig nervig, dass alle paar Sekunden ein Funkspruch reinkommt, der mir halt den Zeitraffer auf einfach zurücksetzt. Ja, in GWX hat halt das auch das Modell, also die Darstellung von Helgoland von der Insel geändert. Also im Original war das alles so ein plattes Land, halt hier wie Düne. Und hat jetzt halt hier diese typischen Felsen eingefügt. Ich weiß nicht, wer Bilder von Helgoland kennt oder schon mal da war, aber es besteht halt zum Großteil aus so einer Art Steilküste. Hier mit der Landschaftsdarstellung von GWX geht halt die lange Anna, also diese typische Felsnadel, nicht besser als so eine Art Pyramide. Wobei sie das, glaube ich, in Silent Hunter, Living Silent Hunter 3 V6 auch irgendwie behoben haben. Und denk mal, dann mache ich hier auch gleich wieder. Ah, Köln-Klasse, das ist ein leichter Kreuzer. Weil eben. Ja, wer schon mal in London war, kennt es vielleicht da neben der Tower Bridge, die HMS Belfast, ist auch ein leichter Kreuzer, wobei die als gibt es hier in Silent Hunter 3 auch als. Southampton-Klasse, glaube ich, und eben, es waren die größten leichten Kreuzer, die je gebaut wurden, weil die hier als leichter Kreuzer auch, wer die HMS Belfast aus London kennt, wird sagen, die sieht ein bisschen anders aus. Und die, es gab halt von den Washingtoner Flottenabkommen ein paar Regeln über das Geschützkaliber, nicht aber über die Geschützanzahlen. Dadurch wurden halt, wie eben die Southampton-Klasse, ein paar leichte Kreuzer gebaut, die letzten Endes so viele kleine Geschütze hatten, dass halt auf kurze Distanz dann wieder wie ein schwerer Kreuzer waren, aber damit halt das Flottenabkommen umgangen werden konnte. Ja, eben Deutschland durfte halt durch das Abkommen kaum Überwasserschiffe bauen, also ich glaube irgendwie 15 Zerstörer, 3 Schlachtschiffe oder so, ich weiß nicht genau. Und das Ganze wurde halt durch den massiven U-Boot-Bau umgangen. Im Zweiten Weltkrieg hat eigentlich schon gezeigt, dass solche Dickschiffe, sogenannten Dickschiffe halt am Aussterben sind.
Ich denke mal, dass ich dann auch hier anhalten rausschneide. Dann als nächstes mache ich, denke ich mal, auf jeden Fall weiter, wenn nicht zwischendrin mir irgendwas über den Weg läuft, wenn ich hier nach die Straße von Dover durchbreche. Ich denke mal, wegen einem Einzelfahrer werde ich jetzt nicht mehr anhalten und das Film, das habe ich schon im ersten Part gezeigt, erhalten einen Konvoi-Angriff. Wobei auch die, denke ich mal, früher oder später so sehr zur Routine werden, dass ich auch die auslasse. Ah, klar, jetzt irgendwie einen Schlachtschiffkampfverband oder sehr großen Konvoi werde ich auf jeden Fall filmen und natürlich, wenn ich einen Hafen angreife. Weil das halt doch jedes Mal irgendwie was Spezielles ist. Oder auch wenn sich beim Konvoi halt gerade irgendeine besondere Angriffstaktik anbietet, also beispielsweise einsacken lassen oder so. Da komme ich noch früh genug drauf zu sprechen, was es ist. Es ist eine verdammt knifflige und riskante Sache, aber wenn es klappt, ist sehr effektiv. Also kann man eigentlich, wie man will, im Konvoi randalieren und ein Schiff nach dem anderen versenken, ohne dass nennenswert was gegen einen gemacht werden kann. Das werde ich noch früh genug zeigen. Dann cutte ich jetzt an der Stelle. So, hier bin ich wieder. Ich habe die letzten paar Tage, beziehungsweise zwei dürften es gewesen sein, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, seit Helgoland, die ich hier unterwegs war, rausgeschnitten. Und bin jetzt kurz vor der Straße von Dover, kurz dem Ärmelkanal, also der engsten Stelle. Und die hab mir einfach gedacht, ich dadurch fahre, werde ich auch aufnehmen, weil es ja doch sehr eng ist und halt, ich meine, relativ gut gesichert. Also jetzt bei so kurz nach Kriegsbeginn noch nicht und ja, eben zwischendrin gab es eigentlich nicht groß was zu sehen, beziehungsweise ich habe nicht die ganze Strecke da rausgeschnitten, sondern sogar ab Kiel wieder. Weil dort irgendwas schiefgegangen ist und an der Stelle, wo ich gespeichert habe, kurz hinter Helgoland, dann leider irgendwie nicht mehr weitermachen konnte und mir das Spiel jedes Mal abgestürzt ist. Was heißt eben, ich bin alles nochmal gefahren. Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht irgendwo hier passiert, denn da konnte es mir egal sein, da ist noch nichts Bedeutendes passiert. Und wenn hier jetzt halt mein, wenn ich beispielsweise irgendwas im Kanal versenke oder so weg ist, wäre halt ärgerlich. Jetzt gucke ich gerade, dass das ist. Ne, der braucht mich nicht interessieren. Der fährt ganz in die falsche Richtung. Und eben, ich habe jetzt gerade eben da noch ein bisschen rumgekreuzt, sodass ich die eben Straße eher in der Nacht passieren wird, wo man mich halt nicht so leicht entdeckt. Einfach eben mit dem Ziel, dass ich da möglichst unbemerkt durchkomme. Daher bin ich auch eher auf französischer Seite, weil die schwächer gesichert ist als die britische. Und ja, was gibt's eigentlich noch groß zu sagen? Also, nichts mehr eigentlich. Was heißt, ich mach dann einfach mal. Und ja, aus dem allerersten Teil muss ich noch was richtigstellen. Zwar hat mich jemand darauf hingewiesen, dass ich mit Verlaub Scheiße gelabert habe. Betreffs der Anordnung der Geräte hier in der Zentrale. Und ja, jetzt bin ich selber komplett durcheinander. Also ein Teil sind Luftreiniger hier. Ich meine die beiden dort. Und was anderes ist die Hauptlenzpumpe. Und ja, Asche auf mein Haupt. Also was ich da gesagt habe, einfach nicht ernst nehmen. Und eben, es regt mich halt auch selber auf, dass ich dachte, ich wüsste da so Bescheid und halt irgendwie Blödsinn erzählt habe. Jedenfalls eben Teil oder einfach Lenzpumpe und Luftreinigungsanlage, also halt Kalifilter, das ist das Kohlendioxid, also den eigentlich gefährlichen Anteil aus der Luft filtert. Das ja, gehe ich wieder in die Zentrale. Das Entscheidende habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ist gar nicht der Sauerstoffanteil in der Luft hier drin, über den muss man sich erst viel später Sorgen machen. Sondern der Anteil an Kohlendioxid, da ja das Kohlendioxid für die Atemreizschwelle verantwortlich ist. Also sobald der Kohlendioxidgehalt im Blut zu hoch wird, fängt man einfach an schneller zu atmen. Und wenn der Sauerstoffgehalt zu niedrig wird, hingegen kippt man irgendwann einfach ohnmächtig um. Und eben dieser Kohlendioxidanteil ist halt viel schneller erreicht, als die kritische Sauerstoffschwelle erreicht wird. Und daher ist eben einfach überall CO2-Messanzeigen angebracht, aber nirgendwo Sauerstoff, weil man sich da eigentlich
keine Gedanken drüber machen mussten, wenn man sich, wenn der Sauerstoff zu Neige geht, ist sowieso schon viel zu spät. Dass mir das Spiel zwischendrin abgestürzt ist, nicht sowieso komplett neu anfangen musste. Hier mit meiner dritten Fahrt habe ich auch genutzt, um nochmal ein paar zusätzliche Mods einzubauen. Was nicht geht, während man ein Savegame hat, also das ist dann alles verloren. Kann ich jetzt auch gerade sagen, bevor irgendjemand sagt, ja, du hättest halt keine Mods zwischendrin einfügen sollen, so blöd bin ich nicht. Und, ja. Es kann ich, glaube ich, zeigen, wenn es dann soweit ist. Ich denke mal, ich werde hier jetzt wieder, soweit es geht, aufgetaucht fahren und sobald ich irgendwie, ja, 26 Kilometer, so bis dahin könnte ich schon getaucht fahren auf eben kleiner Fahrt, aber ich denke mal, ich gehe soweit es geht aufgetaucht, dass ich einfach Reserven habe. Wobei ich es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen will, dass ich halt dann doch entdeckt werde. Ja, ist jetzt schön, dass es so. Okay. Das scheinen die beiden französischen bewaffneten Trawler zu sein, die hier immer wieder unterwegs sind. Dann gucke ich gerade mal und ja. Tauch dann lieber ab. Aber dass er die jetzt nicht sieht, ist echt peinlich. Dass meine Brückenwache so pennt. Hier hat man ja schon ohne Fernglas gesehen. Ja, das sind Franzen, bewaffnete Trawler. Und in dem Fall gehe ich dann auch lieber auf Seerohrtiefe, bevor bekannt wird, dass ich hier unterwegs bin. Dann habe ich ein Problem. So. Mache ich auch eben die Maschinen auf kleine, also kleine Fahrt, ja. Damit ich wieder, habe ich glaube ich im zweiten Teil schon gesagt, einerseits leiser bin und dem auch. Oh, ich meine, Zerstörer wird schnell lauter. Null. Jetzt hat er und eben auch meine Batterien einfach länger halten. Große Entfernung. Gucke ich gerade. Ist das? Ja, das ist einer. Wobei es mich im Grunde ja nicht interessieren braucht. Also jetzt, so wie die jetzt gerade stehen, dürfte ich fast im toten Bereich sein. Also hinterm Schiff, wo die aufgrund der eigenen Schraubengeräusche sowieso nichts hören können. Wobei ich jetzt mal bezweifle, dass so eine Nussschale eigentlich einen Baum etc. Hydrofon an Bord hat. Also vor denen ist man meistens sicher, wenn man getaucht ist. Nicht aber vor den britischen ASW oder wie sie heißen, Trawlern. Oh, ich meine, aber das ist auf 4-7. So, ich denke mal, der ist kein Torpedo wert und ein Geschützangriff hier in der Straße von Dover wäre Selbstmord. Also eben, das ist eine Kohlenschute, die hat ungefähr 300 Tonnen und ist eigentlich gar kein XP-Wert, was heißt, ein Torpedo verschwende ich nicht, ein Geschützangriff wäre eben zu riskant. Lass mal die ziehen. Oh, ich meine, was denn? Viele, die, da sieht man, dass die jetzt halt, nachdem sie da ihre Strecke abgefahren haben, zurückgesetzt wurden. Oder aber, dass es nochmal welche sind. Die französische Seite ist deutlich schwächer gesichert als die britische. Darum fahre ich auch hier durch. Ich denke mal an den ganzen Horchpeilen. Sieht man, dass hier ordentlich was durchgeht. Ja, dann kann ich ja schon mal anlegen, anfangen, meinen weiteren Kurs zu legen. Jetzt, da ich gerade eben gar nichts begegnet bin, vermute ich, dass jetzt die Aurora Ensign ist es, glaube ich, Flugzeug, was, beziehungsweise mehrere, die hier den Ärmelkanal abpatrouillieren sollen, nicht vorhanden sind.
lege ich mal einen schönen Suchkurs. Ich glaube, das ist eigentlich sowieso komplett sinnlos, was ich da gerade eben gemacht habe, weil ich früher oder später, wenn ich wieder auf Jagd nach einem Frachter bin oder so, also den Verfolg, wieder einen komplett neuen Kurs legen kann. Erstmal Zufall, dass genau auf dem Nullmeridian ist, aber... Dass der jetzt mit einem Mal gar nichts mehr hört. Könnte jedenfalls besser einen Bugraum, dass der noch eine Runde blau machen kann. Mal. Ja, und schon hat er wieder was, wenn mich jemand ausgeruhten dahin setzt. Also das regt echt saumäßig auf, dass man da die ganze Zeit die Besatzung hin und her schieben muss. Neue Meinung, Zerstörer. Neue Meinung. Jetzt sehe ich halt gar nichts. Weil ich glaube, ich schon noch Raum nach unten habe. Und bei mir ist mal was zu Ohren gekommen, dass insbesondere bei Kriegsbeginn man eigentlich auf Seerohrtiefe relativ sicher ist. Oh oh. Ah, okay. Das dachte ich gerade schon sehr schnell, dass das ein anlaufender Zerstörer ist, der mich entdeckt hat, aber die hier sind immer sehr schnell unterwegs, solche Torpedoschnellboote. Also die gehören auch zu sind glaube ich so ziemlich die einzigen Schiffe, die für mich quasi unversenkbar sind. Weil die halt viel zu wendig sind, um sie mit dem Deckgeschütz zu treffen. Ein Torpedo sind sie nicht wert. Und auch dazu können sie eigentlich zu schnell ihre Richtung ändern. Und ja, wenn ich ein Torpedo schießen würde, auf die rein hypothetisch. Und ich könnte die nur mit der Flak zerstören und da wiederum brauche ich so lange, bis ich da genug Treffer auf die abgegeben habe, dass einerseits die wirklich mit den MGs da das Boot von mir schon total zu Schrott geschossen haben und ich üblicherweise auch 3 bis 4 MG-Schützen verheiz. Dabei genau daher Scheiße. Nee, oder? Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Wo ist denn der? Da ist irgendwie ein Scheinwerfer oder so. Oder ist das ein beleuchtetes Schiff? Oder ein Dorf, das kann auch sein. Na, das sieht nach Schiff aus. Ja. Nee, eine Stadt. Ist das der Hafen von Calais oder? Ja, daran brauche ich jetzt eigentlich... keinen Gedanken verschwenden. Oh, scheiße. Gut, jetzt im letzten... Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Letzten Moment. Gewesen sein, dass die mich entdeckt haben. So, dann nehme ich JK-Klasse. Was ich übrigens festgestellt habe, was ich beim letzten Angriff gemacht habe, mit die ganze Zeit durchblättern, ist völlig für die Katz, wenn man auch einfach so per Schiff drücken herausfinden kann, was man da vor sich hat. Und ja, 4,7 Meter, mach mal, stellen wir auf 6 Meter ein. Schnell, Magnetzünder. Ja, ein Versuch ist es wert. Alles im Wasser. Und schon einen Torpedo daneben geknallt. Scheiße.
Ne, eben was anderes bleibt mir jetzt eigentlich hier in dem flachen Wasser nicht übrig, als zu probieren, den irgendwie... Okay. Problem gelöst. Jetzt habe ich zwar ordentlich was an Torpedos verschwendet. Ey, das ist jetzt aber komisch. Das habe ich am Bug erwischt und der zerbricht. Weil also jetzt die akute Gefahr, direkt eine Wasserbombe abzukriegen, bin ich los. Aber das Problem ist, dass jetzt bekannt ist, dass ich hier bin. Und meinen Kurs ändere ich lieber auch, bevor ich ins Wrack reinscheppe. So. Ja, und ein ASW-Trawler. Scheiße. Das heißt scheiße, also die Besatzung von denen ist üblicherweise strunzdoof, aber trotzdem. Also über das Torpedoboot brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das mir irgendwie gefährlich wird, solange ich getaucht bin. Weil die scheinen im Moment keine Ahnung zu haben, wo ich bin. Nee. Ja, dann ist gut. Oh, ich meine Zerstörer. Auf eins. Ganz schwach. Zerstörer. Oh, ich meine Zerstörer. Da jetzt ist hier nämlich Großalarm und die fangen alle an, mich zu suchen. Was explizit heißt, dass ich hoffen kann eigentlich, dass sie mich nicht finden, wobei das eher... Weil klar, je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird's, also desto größer wird das Gebiet, was die absuchen müssen. Und, ja... Das gerade eben muss eigentlich Zufall gewesen sein, dass der mich entdeckt hat. Alles mit dem einen Torpedo, den ich daneben geknallt habe. Ich meine insbesondere hier, all dass ich eben diese angesprochene Runde da komplett durchmachen kann, ist sehr selten, weil ich halt üblicherweise davor alle Munition von mir verschossen habe. Und eben jetzt irgendwelche kleinen Frachter und so lasse ich hierbei dann auch immer ziehen, weil klar ist, dass es den Torpedo echt nicht wert ist, weil ich halt so viel anderen Schiffen begegne, also dickeren, das... Oh, ich meine Zerstörer. Auf 3, 4, 5. Ja, ist kein Grund zur Sorge. Oh, ich meine Zerstörer. Wird schnell lauter. 4, 4, na, das ist die Zweiergruppe. Also da ungefähr wird jetzt gerade wahrscheinlich die Hölle los sein. Ich bin, sofern es nicht wieder so blöd läuft, die gerade eben eigentlich aus dem Gefahrenbereich raus, so mehr oder minder. So, Schleichfahrt hebe ich auf und mach schon mal mich ans Nachladen. Torpedos sind nachgeladen. Die Kombinkojen.
Ja, hoffen wir mal, dass der in der Nähe der Crawler ist. Und das, ja, ist er. Das sind die beiden direkt hintereinander. Dass der mich wiederum auf die Entfernung nicht entdeckt hat. Habe ich natürlich keine Ahnung, welche Richtung die Kamera ausgerichtet ist, aber ich mache jetzt halt einfach mal eine Volldrehung, um zu gucken. Da ist er. Aber der scheint nicht irgendwie gezielt auf mich zuzulaufen. Das heißt, im Moment ne, eine VW-Klasse ist es nicht, also wohl. Ja, fest ist ein VW ist, stelle ich schon mal sicherheitshalber auf 5 Meter ein. Schnell. Auch hoffen wir, dass er mich nicht entdeckt. Ich mal zerstören. Auf 2, 4, 3. Ganz schwach. Ich mal zerstören. Ja, der läuft vorbei. Ich mal zerstören. Habe ich noch genug über und Sauerstoff wird halt langsam. Das Blöde ist, dass auch gleich hell wird. Innerhalb der nächsten paar Stunden. Das ist natürlich die Frage, wie weit ich noch getaucht laufe. Muss ich wieder. Weiß jetzt nicht. Ich denke mal, ich cut dann noch wieder, sobald ich auftauche, also da unbeschadet durch bin. Und eben. Ja, und da hinten, wo ich dann relativ sicher bin, lade ich die. Oder direkt vor der irischen Küste ist vielleicht noch klüger, weil die neutral sind. Dass ich da ganz nah ranfahre. Und dort dann die externen Torpedos lad. Wenn ich da halt einfach eine Stunde Ruhe für brauche. Inzwischen ist Tag. Es scheint nichts los zu sein. Das heißt, ich. Auftauchen. Vorne um 10, hinten kommen auf 5. So, und wie zur Hölle kommt der auf die Scheißidee, genau. Ah, da sieht man auch, wie schnell der Sauerstoff nachgefüllt wird. Weil da halt eben einmal kräftig durchgelüftet werden muss. Ich fahre auch hier wieder auf relativ hoher Fahrt halt einfach, weil ich jetzt nicht so weit so viel Strecke zurücklege und mir somit halt auch der Treibstoffvorrat relativ egal sein kann. Also ich brauche jetzt nicht Sparfahrt fahren. Blöd wird es natürlich, wenn mir der Treibstoffbunker beschädigt wird und man halt jetzt. Ich meine, es geht einfach danach, also ob man in einem Hafen anlegen kann, ob man das überhaupt mal machen kann. Und der Rest ist egal. Also ich kann jetzt, ich meine, ich könnte beispielsweise hier in Frankreich irgendwo anlegen, sagen anlegen Cherbourg oder so und dabei dann halt auch einfach, weil Frankreich ja besetzt wurde und somit die Häfen auch irgendwann eben verbündet sind und was weiß ich. Also was ich halt sagen will, ist auch ein bisschen albern. Man kann in einem Hafen auch in einem feindlichen Hafen anlegen, wenn der irgendwann später besetzt wird und somit ein Verbündeter ist. Und ja, ansonsten könnte ich natürlich auch halt, wenn das nicht so wäre, man auch in einem neutralen Hafen anlegen könnte, natürlich auch nach Cork oder Dublin, aber ist nicht so.
halt eben, wenn sie mir die Treibstoffbunker zerschießen, es nicht mehr bis zurückreicht, dann habe ich ein Problem, aber beschädigter Treibstoffbunker ist sehr, sehr selten. Batterie hat auch 100%, ich denke mir, dann kann ich ja. Wir werden angegriffen, Herr Kaloin! Jawohl, Herr Kaloin. Auf Seerotiefe gehen! A und B, klasse. Auf Tauchstationen! Ah, ist jetzt auch lustig, dass er mir zwar sagt, wir werden angegriffen, aber nicht. Er irgendwie davor das Schiff sieht und das hasse ich einfach, wenn die Brückenwache pennt. Und das tut so irgendwie relativ oft. Kommt einfach, wir werden angegriffen, ohne dass davor ein Schiff gesichtet wurde. Oder auch irgendwie Schiff gesichtet, wenn es nur noch 300 Meter von einem entfernt ist. Das ist irgendwie unlogisch. Ich glaube, da geht es jetzt schneller selber zu blättern. A und B, 4 Meter braucht auch 5. Und schnell ist, denke ich mal, logisch. Schleichfahrt und 25, der scheint mich verloren zu haben. Wer ist da noch? Ja, der ist... Nee, der wirft jetzt einfach auf Verdacht Wasserbomben. Okay. Hinter mir war der irgendwo. Das heißt, jetzt warte ich, bis der anläuft, um die Bomben zu werfen und fange dann an, Ausweichmanöver zu fahren. Der hat eben schon welche. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Auf Seerotiefe gehen. Stopp. Was ich ganz vergessen habe, dass vielleicht eine kluge Idee wäre, wenn ich jetzt hier, wo natürlich jede Sekunde irgendwas kaputt gehen kann, noch eine Reparaturcrew einfach habe. Also hier sieht man auch, ich habe keinen ausgebildeten Mechaniker und halt alle Leute, die davon keine Ahnung haben, dadurch ist auch da die Leistung von denen ziemlich gering. So, wo ist der? Oh, es wird jetzt noch lustig hier im flachen Wasser. Sobald der wieder anläuft. Schmeißt er seine Bomben jetzt da, oder? Das wäre dann schon ein komisches geortet. Also, dass er wirklich weiß, wo ich bin. Ist jetzt noch blöd, dass die Kamera nur so langsam dreht, aber... Nee... Ich glaube, 40 Meter ist der Radius, in dem sie
von einem, also 40 Meter weit müssen sie von einem entfernt detonieren, dass sie irgendwie einen Schaden, also nennenswerten Schaden verursachen. Das kann jetzt verdammt gefährlich werden. Ruder 3-5! Hey. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Ja, irgendwie muss ich den doch... Ist scheiße, dass ich hier jetzt, also im jetzt hier im seichten Wasser vom Zerstörer entdeckt worden, ist echt kein Spaß. Je nachdem, wenn der jetzt... Nutze ich die Zeiten, der nichts hört, bedingt durch die Wasserbomben und diese 3-6 Meter so schnell läuft, um ein bisschen... Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. LI genau tief halten! 3-0! Bruder! Und... brauche ich mir keine Sorgen drüber machen, dass die mich beschädigen, wenn er die da wirft. Ja, soweit die da jetzt schon abwirft, kann es eigentlich... So hat der nicht mehr wirklich so eine gute Heilung von mir. Jetzt kann ich natürlich hoffen, dass ich mich dadurch auch langsam eben wieder aus der Gefahrenzone rausbegeben kann, halt so lange, bis er mich ganz verliert. Okay. Ist wohl noch eine Weile hin. Okay, scheiße. Der... Jetzt hat er wieder... Ruder 3-5, Grad Steuerbord. Oh, sehr viel tief. Kann ich nicht gehen. Das heißt, dann verringere ich wieder auf 20 Meter. Ja, jetzt wird's langsam besser.
Da sieht man noch, wo er immer wieder seine Bomben schmeißt. Was weiß ich, wie weit ist er? Inzwischen wahrscheinlich 1000 Meter. Bin nicht so gut im Entfernungen schätzen. Erst recht nicht auf dem Bildschirm. Aber trotzdem, also. Jetzt entschärft sich das Ganze langsam. Da schmeißt er wieder weit, weit weg. Ich weiß gerade gar nicht, ich meine, der hat hier gerade eben, also in der Runde davor nochmal. Oh oh, hoffentlich hat der mich nicht. Nee, dann nicht. Oh, ich meine Zerstörer. Ja, jetzt kann ich auch wieder auf. Kann ich auch hier Kurs gehen. Das hat sich erledigt. Bleibe ich aber sicherheitshalber noch getaucht. Und wieder so ein Crawler. Was hatten wir noch? Ist doch noch ein zweites Schiff dabei. Die Weise finde ich das nie. Ja, jetzt kann ich erstmal wieder. Was ist denn das? Ein mittelgroßer Frachtdampfer, glaube ich. Na egal, dann cutte ich wieder. Da tauche ich noch auf. Ja. Jawohl, er kann man. Ich hatte es. Na egal, dann mache ich jetzt hier auch. So, hier bin ich nochmal wieder und bin nach wie vor im Ärmelkanal und wie man sieht, ist mir zufällig ein anderes deutsches Boot über den Weg gelaufen. Typ 9B, etwas größeres Hochseeboot. Habe ich, glaube ich, im allerersten Teil mal erklärt, was der Unterschied ist. Und mit dem bin ich bereits seit geraumer Zeit unterwegs, also irgendwo dort drüben. Und wie man sieht, war das Ganze sehr erfolgreich. Also wir haben alles Mögliche versenkt. Unter anderem auch ein Torpedoboot in Verbindung mit dem anderen, also zusammen mit dem anderen U-Boot zusammen. Da muss ich meine Aussage von vorhin auch zurückziehen, dass ich bei Torpedobooten Fersengeld gebe. Und ja, wir werden jetzt gerade wieder von zwei Stück angegriffen. Und ja, ich hoffe, dass es mir wieder gelingt, das wie gerade eben mit Deckgeschütz und Flak zu zerstören. Oder zu versenken. Was heißt, ich besetze wieder alle Geschütze. Gebe jetzt mal bewusst nicht den Befehl. Ah, guck mal einer an. Eins wird schon vom anderen U-Boot versenkt. Ja, also. Da sieht man eben. Ja, stimmt, habe ich ja schon gesagt, dass ein Torpedoboot rennt eben schon vom anderen.
Okay, die scheint es beide erwischt zu haben. Ich bezweifle jetzt zwar ehrlich gesagt mal, dass ich als zählt jetzt für den als Versenkung, der das als letztes getroffen hat. Hab keine Ahnung, ob das so ist, deswegen wirklich gerade letzter Statusbericht waren. Drei versenkte Kriegsschiffe, sende ich noch einen. Und guck mal. Moment, 14.10. 13.43 Uhr. Nee, allem anscheinend nach nicht. Also es war die Versenkung vom anderen Boot. Egal, also kann ich vielleicht auch einen kurzen Zwischenbericht geben. Ich bin eben einen Großteil der Strecke mit dem anderen U-Boot zusammen durch den Ärmelkanal durch. Und kurz bevor ich dem hier begegnet bin, ist mir nämlich noch ein französischer bewaffneter Trawler über den Weg gelaufen. Mit dem habe ich ein Artilleriegefecht angefangen und wurde zweimal getroffen, leicht beschädigt, wenn ich den mit zwei Treffern versenkt habe. Es war ein Riesenglück, dass zwei Schuss ausgereicht haben, weil ich halt mit einem das Munitionslager getroffen habe, der dann einmal Bums gemacht hat. Und eben bin dadurch halt leicht beschädigt und noch durch die ganzen Torpedobootangriffe. Und ja, ansonsten halt eine Menge Frachter. Also da sieht man halt die beiden Torpedoboote von gerade eben. Das dürfte das andere Torpedoboot von vorhin gewesen sein. Das da dann, nee, das war ein Frachtschiff gerade eben, stimmt, und das müsste das Torpedoboot gewesen sein, und das da dann alles Frachter, und das da war der bewaffnete Trawler. Ah, eben, bin leicht beschädigt, aber nicht so, dass ich mir Sorgen machen brauche, und ja, kann dann, denke ich, mal weitermachen. Also beim nächsten Zwischenspeichern werden, beziehungsweise wenn ich speichern, dann neu lad, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit davor sitzen will, werden die Schadensdarstellungen dort vorne aber dann wieder verschwinden. Und eben, damit gehe ich jetzt dann so, cutte ich wieder zwischendrin. Und groß gibt es eigentlich nur mal. So, hier bin ich wieder. Es erstaunt mich jetzt auch, hier kommt offenbar ein Flugzeug. Lage 8-0, große Entfernung. Und ja, ich bin nach wie vor mit dem anderen Typ, mit dem anderen U-Boot unterwegs vom Typ 9 hier, und apropos Flugzeug, das ist ein Arrow Anson, wie auch die, die ich in also per Missionseditor eingefügt habe, und soweit ich allerdings weiß, kam bisher kein einziges, also deshalb muss wohl echt zufällig durch GWX unterwegs sein. Und ja, jetzt gerade probiere ich das abzuschießen. Einfach da eigentlich noch ein zweites U-Boot. Ja. Hier sieht man auch einen Zusatzmod, den ich installiert habe, nämlich diese aussteigenden Piloten oder abspringenden. Ja, das ist doch mal schön, dass der so einfach weiterfliegt. Na, jetzt schmiert er ab. Dass der gar nicht irgendwie demontiert hat oder so, sondern einfach weitergleitet. Und da, das ist mal merkwürdig. Dass da noch ein weiterer Fallschirmspringer einfach so von kam. Ah ne, das ist das andere U-Boot. Seite, da ist er. Gucken wir uns mal jetzt mit dem Pilot an. Da hoffe ich, dass ich den finde, bevor der im Wasser landet. Eben das interessiert mich jetzt halt auch einfach, wie das so aussieht. Also, oh, halt ein Fallschirmspringer. Eben ist jetzt noch so ein Zusatzmod, den ich gerade eben, glaube ich, erst installiert habe, dass die aus dem Flugzeug, wenn es abgeschossen wurde, die Besatzung per Fallschirm aussteigen. Das gibt dann auch Unterschiede, eben wie groß das Flugzeug ist, wie viele Leute da rausspringen. Also aus dem schweren Bomber, glaube ich, 3, habe ich in der Einzelmission ausprobiert. Und hier eben aus dem Aufklärer war das gerade eben einer, und aus dem Jäger logischerweise auch nur einer.
Ja. Hier, wo das Typ 9 U-Boot fährt, auch in den Atlantik, während ich ja eigentlich Richtung Irische See wollte. Was heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich auch mich von dem trenne, wobei es recht witzig war. Also ab da kam dann leider gar nichts mehr, aber es war halt immer zwei U-Boote, war schon lustig. Und boah, was gibt's dazu sagen? Also es ist halt, dass die Engine von Silent Hunter 3 eigentlich keine KI-U-Boote unterstützt. Es gab die auch eigentlich gar nicht. Die kamen erst mit GWX. Es gibt halt einerseits Verbündete, wie man da sieht, und dann auch feindliche, also beispielsweise eine britische S-Class oder T-Class oder eben amerikanische Gator oder Vallejo-U-Boote. Und da die Engine von Silent Hunter 3, vielleicht habe ich schon mal gesagt, keine KI-U-Boote berücksichtigt, eigentlich können die halt auch nicht irgendwie tauchen oder so, sondern fahren die ganze Zeit stumpf rum, also verhalten sich eigentlich wie die Torpedoboote, nur halt im Unterschied, dass sie langsamer sind und dadurch einfacher zu treffen. Dadurch ist das Ganze eigentlich ein reines Tontaubenschießen, anders kann man es eigentlich nicht nennen. Und ja, ich würde mal sagen, dass ich, wenn jetzt hier der Wachoffizier von mir schon wieder anfängt rumzuheulen, dass er schlapp macht, dann ja, lasse ich lieber mal hier, ne? Ja, egal. Ah, ich kann dann gerade noch, während ich warte, hier schon dieses Dings-Logbuch, also kann man mal durchlesen, so oder grob überfliegen, was ich gerade eben bis auf den Zerstörer alles per Geschütze eben versenkt habe im Ärmelkanal. Also ich habe noch immer die 12 Torpedos, eben 14 minus die 2 vom Zerstörer, und eben, wie man hier auch sieht, hat sich das Wetter mal wieder ein bisschen geändert. Aber richtig stürmen tut es jetzt auch nicht, ist halt eine steife Brise. Und da ich zwischendrin immer noch nicht gespeichert habe, sieht, also unterbrochen und weitergespielt habe, sieht man halt auch hier nach wie vor die Einschüsse. Wobei eben die werden verschwinden, sobald ich ein Safe-Game mache und andermal weiterspiele. Und ich glaube, eben nach der Fahrt könnte das Boot mitunter am Ende ziemlich hinüber sein. Es wäre dann natürlich lustig, wie das wohl aussehe. Und ja, ich habe das gerade eben nur gemacht, um das mal zu zeigen, Luftangriff. Es wundert mich halt immer einfach, all die gescripteten Flugzeuge, also das da war, die ich eingefügt habe, also da war eigentlich durchgehend ein Teppich eben aus so Suchkursen, und dass die einfach so verschwunden sind, habe ich glaube ich am Anfang von dem Video schon gesagt, dass eben die einfach irgendwie weg sind. Da eben hatte ich.